Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Wir machen jetzt nochmal weiter hier an dieser Stelle. What the fuck, was? Was hat denn der da geworfen? Irgendwie so eine Soundschallgranate oder was war das? Kann ich auch schon jumpen? Nee. Natürlich nicht mein Anzug dabei. Es ist ja nice, dass du einen fetten Anzug hast und ich hab gar nichts, Alter. Will der mich verarschen? Boah, was halten die aus, Leute? Was halten die aus? Was war das denn? Was zur Hölle war das denn? War das ein Raketenwerfer? Hatte da jemand einen Raketenwerfer? Wer bin ich da getroffen? Oh shit. Diesmal gehe ich nicht darunter. Die haben uns richtig schön zerfällt. Was fliegt denn hier durch die Gegend? Alter, was ist denn das? Heftig. Alter, was ist das für ein crazy shit? Leute. Alter, was ist das für eine krasse Musik hier gerade? Ab zur Extraktion, ich kümmere mich um die. Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses VTOL abschießen. Zieht auf die Raketen. Transporter ist ausgeschaltet. Das wird eine richtig heftige Granate, aufgepasst. Diaz, ich bin in Position. Verstanden. Nicht schlecht, oder? Habe ich euch zu viel versprochen? Boah, Leute. Bisher echt geiler Einstieg mal wieder in die Kampagne. Ich hätte natürlich auch gerne mal jetzt meinen Anzug hier oder was sie da haben. Warum kann man eigentlich nicht die Waffen von denen mitnehmen? Das raff ich bisher gar nicht. So, Mädel. Voll ins Gesicht, kennst ja. Nur was ist das? Zum letzten Mal. Alter, die Musik, als wenn wir gleich den Präsidenten retten. So hört sich das gerade. Oh, was habe ich da entdeckt? Nice. Soll ich aufmachen? Alles klar, ich mach auf, Jungs. Aufgepasst jetzt. Oder? Vorher den Helm aufziehen? Ne, es geht. Ach, da ist noch einer. Ach, da! Alter, was geht denn hier ab? Warum machst du den nicht weg, Kollege? Versuch mitzuhalten. Der Kampfwagen gehört mir. Gib mir Deckung. Extraktion direkt hinter der Brücke da. Sie sind uns immer noch auf den Fersen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tarnen. Wir zünden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Die Wagen versperren uns der Weg zur Extraktion. Alter, irgendwie muss ich ehrlich gestehen, teilweise blicke ich nicht, wer ein Gegner ist und wenn ich. Die Brücke ist vor euch, los! Ah, die müsste sitzen. Ah, ne, die ist irgendwo abgeprallt. Jetzt habe ich keine mehr. Fuck. Mist! Plan B! Brücke sprengen! Gehen zur sekundären Extraktion! Taylor! Primär gefährdet! Weiter zu
Ein mächtigen Bataboom. Wir benutzen die Transporter. Verstanden. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. Ich will die ganze Zeit hier durch die Gegend jumpen, aber es geht leider nur nicht. Achtung, viele Feinde im Kommunikationsraum. Alles klar. Ich bin auf jeden Fall wachsam. Lichter aus. Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? Sowas ähnliches. Sende die Taktikdaten an den Hut. Denk dran, sie haben keine Nachtsicht. Langsam vorgehen und eliminieren. Wie langsam vorgehen? Voll der heftige Vorteil irgendwie, wenn die nichts sehen. Nutze das zu deinem Vorteil. Also ich dachte, ich soll es zum Nachteil nutzen. Und meine Augen einfach zumachen. Fair ist fair, oder? Deaktiviere das Taktikbild. Was jetzt? Das Vitol setzt uns fest. Ruhig, nicht schießen, er gehört mir. Taylor, Alpha-2-Team ist für die Extraktion zurück. Es ist jetzt einfacher, was, Taylor? Extraktion beim Satellitentor. Wir schnappen uns ein Fahrzeug und bringen euch zur Extraktion. Du hast mir nicht geantwortet. Los, die sekundäre Route ist davor. Habt ihr das gesehen? Wie die Leiche da runtergerutscht ist? Nice, ey. Kann ich mal bitte eine andere Waffe aufnehmen? Die Cooler ist echt einfach nicht so geil. Ich finde die im Multiplayer auch ehrlich gesagt nicht so nice. Also kann man schon klarkommen, wenn es sein muss, aber da gibt es natürlich auf jeden Fall deutlich Besseres. Die gehören zu mir, ja? Ja. Habt ihr das gehört? Hä? Bildest du dir ein, Mariti? Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey, leck mich! Schnauze, ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße! Kontakt! Kontakt! What the shit, Mann! RC-Sturmroboter nähern sich! Ziemlich viele sogar! Wir müssen die Tür öffnen, jetzt! Geht uns Deckung! Heiter, los, los, los! Sind das die Terminator oder was? Schnell zur Extraktion! Wir kümmern uns um die Roboter! Soll ich fahren? Taylor, wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Sie haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt! Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Buh! Warum darf ich denn nicht fahren? Yeah, Mann. Bereit machen. Ein Haufen KRs nähert sich unserer Position. Oh. Bin dabei. Alter, wie schnell gehen die down, Alter? Was ist denn das für eine Waffe? Da brauchst du ja nichts anderes mehr. Krass ist die overpowered, Alter. Jo, bin dabei. Alter. Vitol kommt! Feuer umleiten! Mist! Das Drecksding ist abgesoffen! Festhalten! Hendrix, starten Sie das verdammte Ding! Was mache ich denn hier wohl? Na los! Spring an, du Scheiße!
Alter, was ist denn das hier? Das sind ja voll die Terminator. Verschnitte. Ich komme doch. Ich mach schon den Forest. Wir bringen den Minister in Position. Ich brauche dich bei meiner Position. Drohne konzentriert Feuer auf mehrere. Jetzt lass mich doch auch mal rein. Halt sie zurück, wir sind fast hier raus. Der Minister ist fast sicher. Lenk das NRC weiter ab. Drohne in Position, bereit für Aufnahme. Sicher, schwing dein Hinterteil jetzt. Los! Nein, warte! Fenster schließt sich negativ. Luftraum gefährdet. Nein, nein, nein! Fuck! Schnell zum Transporter und raus da! Taylor, mein Team ist noch nicht aus. Mehr NRC-KRs unterwegs. Komme. 2 Minuten. Durchhalten. Hier stirbt niemand heute. Schon wieder. Halt nur durch. Halt durch. Okay, so viel zum Thema wird schon wieder. Alter, was zur Hölle? Der scheiß Roboter hat ihm einfach beide Arme rausgerissen und das Bein verdreht. Ja. Krass. Na gut, okay, Leute. Ich würde sagen, das war genug für den zweiten Part. Hoffe ich doch, ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch egal. Ich denke, das passt. War auf jeden Fall aufregend. Ich weiß nicht, hab nur ich den Eindruck, dass es ein bisschen komisch abgemischt ist. Also die Stimmen in dem Sinne, dass es nicht ganz flüssig ist, diese Übergänge, wenn der eine redet zu dem, was der andere dann redet oder so. Also die Stimmen an sich sind super. Auf jeden Fall, es sind Top-Synchronsprecher hier am Werk. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es nicht so abgestimmt ist alles. Naja, vielleicht war jetzt auch gerade ein bisschen viel los. Leute, danke fürs Zusehen auf jeden Fall und danke auch auf jeden Fall für euer Feedback bei der ersten Folge. Gerne so weitermachen, gerne auch hier ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Call of Duty Black Ops 3. Das war's, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.